Hi und herzlich willkommen zum Pondetech Adventskalender. Heute ist der 4. Advent und ich habe wieder ein 3-Minuten Mini-Workout für dich. Alles, was du dafür benötigst, ist bequeme Sportkleidung, eine Fitnessmatte, ein Handtuch oder eine Decke als Unterlage und genügend Motivation, die nächsten 3 Minuten mit mir mitzumachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wir haben für dieses Workout wieder 3 Übungen. Eine Übung dauert 50 Sekunden, dazwischen haben wir 10 Sekunden Zeit, um zur nächsten Übung zu wechseln. Ich möchte die Übungen wieder zunächst zeigen, damit du sehen kannst, was auf dich zukommt, und natürlich zeige ich dir auch leichtere Varianten. Übung Nummer 1 sind die sogenannten Plank Jumps. Dafür setzt du deine Hände unter deinen Schultern auf, drückst deine Schultern bewusst nach unten, streckst die Beine aus. Jetzt hängst du nicht durch und du schiebst den Po nicht raus. Rücken ganz gerade lassen. Jetzt springst du mit den Füßen nach vorne und wieder zurück. Zur Seite, zurück. Zur anderen Seite und zurück. Also immer abwechselnd. Zur Mitte, zur einen Hand, zur anderen Hand, zur Mitte. Wenn das zu schwierig ist, kein Problem, lass die Sprünge und steig nach vorne und wieder zurück. Zur Seite, zurück. Andere Seite, zurück. Ganz wichtig, Bauch ist fest, Rücken ist gerade und das Atmen nicht vergessen. Okay, 2. Übung. Dafür legst du dich auf den Rücken. Das sind die sogenannten Frog Crunches. Bauchnabel nach innen, Füße hoch, Fußsohlen aneinander, also hier die Innenseiten von den Füßen aneinander, Knie auseinander. Nimm die Hände an den Nacken, Daumen an die Schläfen und jetzt kommst du nach oben, also ein Crunch, du kommst nach oben mit den Schulterblättern weg, versuchst mit den Ellbogen die Innenseiten deiner Knie zu berühren. Einatmen zurück, Beine strecken, Rücken ist auf der Matte. Hoch und tief. Ausatmen und einatmen. Wenn das zu schwierig ist, kannst du es leichter machen. Streck die Beine nach oben, also öffnen und dann nach oben strecken, öffnen und nach oben. Je weiter du nach unten kommst mit den Beinen, desto schwieriger, desto anstrengender wird es für deine Bauchmuskeln. Okay, 3. und letzte Übung dieses Workouts. Plank Rotation, komm auf deine Unterarme, streck die Beine aus, Rücken gerade. Jetzt drehst du zu einer Seite, komm nach oben, komm wieder tief. Andere Seite öffnen und tief. Öffnen und tief. Wenn es zu schwierig ist, auf den Knien. Öffnen und tief. Öffnen und tief. Bauch ist fest, Rücken ist gerade. 3 Minuten, 50 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und los geht es mit der ersten und anstrengendsten Übung in genau 10 Sekunden. Nochmal Luft holen, durchatmen. Achtung, es geht los mit den Plank Jumps. Versuch so viele zu schaffen wie irgendwie möglich. Und los geht's. Vor, zur Seite. Andere Seite. Immer abwechselnd. Atmen nicht vergessen. Wir haben noch 1/2 Minute. Rücken ist ganz gerade. Durchatmen. Wenn es nicht mehr geht, kurz nach hinten und dann wieder mitmachen. Halte durch. Ich weiß, es wird anstrengend. 4 Sekunden noch. Sehr gut. Einmal drehen. Auf den Rücken. Als nächstes Frog Crunches. Bauch nach innen. Füße wie ein Frosch, hoch und strecken. Ausatmen hoch, einatmen strecken. Zieh nach oben. Denk daran, dein unterer Rücken bleibt fest auf die Matte gedrückt. Versuch immer die Ellbogen auf die Innenseite deiner Knie zu bekommen. Ausatmen hoch, einatmen tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Gleich geschafft. Halte durch. Spann den Bauch fester an. Okay, letzte Übung.
2 Minuten sind schon geschafft. Ich fange schon an zu schwitzen. Plank Rotation. Auf die Unterarme runter. Beine strecken. Und öffnen. Zu einer Seite. Und dann zur anderen Seite. Drehen. Und zur Mitte. Drehen. Und zur Mitte. Dreh auf den Fußballen. Spann den Bauch fester an. Hoch. Und tief. Hoch und öffnen und tief. Nimm den Kopf mit. Wir haben noch 25 Sekunden. Atmen nicht vergessen. Gleich geschafft. Die letzten 15 Sekunden laufen. Nicht aufgeben. Noch 10. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Denk daran, deinen Bauchnabel vom T-Shirt wegzuziehen. 2. Sehr gut. Und es piepst und das bedeutet, wir haben es geschafft. Ich hoffe, du hast genauso gespürt wie ich, dass die Übungen richtig anstrengend werden. Versuche immer so viele zu schaffen an Wiederholungen wie irgendwie möglich innerhalb der 50 Sekunden. Wenn dir das Workout zu kurz ist, kein Problem, mach einfach 3 bis 4 Runden. Bei 4 Runden hast du schon 12 Minuten komplettes Ganzkörper-Workout. Ich hoffe, dieses Video und dieses Training hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!